Und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. Und ich glaube, wir gehen mit großen Schritten gegen Ende. Ich bin nervös und ich habe ein bisschen Respekt jetzt vor dem Finale, weil ich meine zwar, ich bin ganz okay wieder in das Spiel reingekommen, aber ich habe jetzt noch nicht viel gekämpft. Oh je. Bist du jetzt bereit, nach Alamut zu reiten? Ja. Ich werde gehen, Nihal. Nur ich. Du brauchst mich. Du musst sicher sein. Ich bin bei dir sicher und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruhst, ruhe auch ich. Ich begleite dich, jeden Schritt des Weges. Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Ja. Lauf zu! Roshan. Das Willkommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Taherian uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte, Alamut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und Alamut von diesem Geschwür befreien. Ich, fürchte, ich kann nicht. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte Alamut nicht beschützen. Und ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder.
Geh, rette so viele du kannst. Habt ihr das gerade gesehen? Unten links meine Konzentrationsbalken wurden von 4 auf 2 zurückgesetzt. Ich finde das gerade so krass, weil das Spiel hat mit Nihal und Nur zum Beispiel begonnen. Und anscheinend endet es halt jetzt auch mit Nihal und Nur. Man sieht die jetzt alle nochmal wieder. Das ist halt wirklich so ein bisschen Ende im Gelände. Ruhig, ruhig, Mädchen. Alles ist gut. Alles ist gut. Und das hier zum Beispiel habt ihr auch nicht gesehen, ne? Ich habe ja das Spiel meine Obhut gegeben. Nicht von Anfang an gestreamt, aber hier war quasi ja das Ausbildungslager. Hier hat das ja quasi alles angefangen. Deswegen, mir kommt es hier sehr bekannt vor, euch jetzt wahrscheinlich leider nicht, weil unser, wie gesagt, Tempel. Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Damals noch nicht aufgenommen. Egal. All das Blut, so viel Tod. Ist es das, was Gabiha mit Weg bereiten meinte? Ja, bitte sei in Sicherheit, wo du auch sein magst. Wie kann ich doch mal absteigen? Bei Allah. Hier komme ich nicht durch. Vielleicht darüber. Ja, so. Einige meines Clans leben noch. Darunter auch Mentor Raihan. Ziel auf die Beine ihrer Pferde. Sind sie so leichte Beute wie die Flöhe, die sie essen? Gibt's auch Bären. Hier könnten wir uns ein bisschen heilen. So, der da oben guckt jetzt gerade. Muss ich mal abwarten. Dann holen wir uns die beiden da. Geh zurück! Geh! Erst hier rüber und holen uns den. Ist auch eine Möglichkeit. Warum ist niemand anscheinend? Neues aus dem Westen. Die Belagerung Konstantinopolis ist vorüber. Der Angriff der
Gruß kam wie ein Blitz vom Himmel, wie der Patriarch es sagte. Die Nordleute plünderten die Dörfer unweit der Stadt und hinterließen große Schäden. Unser Adlernest wird bald mehr Vögel in die Stadt Visas schicken müssen. Neue Gefahren lauern am Horizont und ich bezweifle, dass die Nordleute schon mit uns fertig sind. Ah, Griechenland, ah. Ausbildungsbericht Wasim Ibn Ishak. Er ist eingebildet, aber das ist nicht der Quell seiner Sorgen. In ihm steckt etwas Außergewöhnliches, doch er bewacht es so streng wie sein Herz. Ein Verborgener muss sich in die Schatten stürzen, doch Wasim fürchtet, was er dort finden könnte. Er fürchtet den Sprung. Er vertraut nicht darauf, dass wir ihn auffangen. Ich würde ihm gern sagen, dass unsere Arme ausgestreckt sind, doch finde ich die Worte nicht. Ich wollte ihn dort gerade... Erdolchen. Danke, Basim. Hinsetzen. Ja, gut, das brauche ich jetzt nicht. Komme ich von hier hinten? Auch hin? Aber der da sitzt, den kriege ich von hier, glaube ich, nicht, oder? Ja, hier komme ich auch nicht rum. Oh, dort hinten ist auch einer. Vielleicht nicht ins Feuer springen, Basim. Das wäre Vorteil. Ich denke, ich müsste die jetzt hier gar nicht alle umbringen, weil ich könnte einfach nur zu Reihan. Und fertig. Aber, falls wir hier fliehen müssen. Hey. Haben wir Platz gemacht. So, einer ist hier hintergelaufen. Ich warte mal kurz, ob der nochmal zurückkommt. Die zwei unten auf der Brücke sind ja auch noch. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, kommt der jetzt nun hier nochmal oder... Wäre ich ja schon dreimal durch gewesen jetzt. Hier gibt es zu viel Heilung. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich kann mich ja hier an jeder Ecke heilen. Wenn ich jetzt dort rüberlaufe, dann kommt er zurück. Ich sag es euch. Sie verdienen es nicht zu sterben. Da gibt es eine Sache, die ich nie ganz verstanden habe. Bei dem ganzen Töten, für das ihr bekannt seid, warum tragt ihr weiße Roben? Wieder verschwende ich meinen Atem an einen Mann, der nichts sagen möchte. Egal wie viel es kostet. Trotz des Bluts an seinen Händen. Wo liegt denn das Problem? Thank you.
Was? Was? Gepriesen sei Allah. Gib mir alle meine... Ich sehe niemand anderes. Komm, hilf mir, die Fesseln loszuwerden. Kann ich. Basim, was machst du denn? Befreie mich. Ja, jetzt kann ich. Also, sag mal. Ist das dein Ernst jetzt, Spiel? Muss ich irgendwas anderes machen? Erstmal lesen. Eine Dankesgabe, oh ihr Schatten aller Muts. Ich war verzweifelt, scharrte unter dem Fuße eines so Mächtigen, dass ich keine Erlösung sehen konnte. Und dann wie durch ein Wunder verschwand die Last und ich konnte wieder atmen, denn mein Feind war von den Schatten erlegt worden. Ich bete, dass dieses Zeichen meiner Dankbarkeit euch erreicht. Ich glaube, das wird es. Ihr wart es schließlich, die meinen Glauben wiederherstellten. Basim, wie? Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? Roshan! Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit, Mentor. Über den Tempel und was er birgt. Das haben mir unsere Feinde verraten. Sie drängten mich, danach zu suchen, weil nur ich es vermag. Du? Also hat der Orden die Tahirian benutzt, um Alamut niederzumetzeln, weil du... du der Schlüssel bist. Wofür? Was beschützt ihr, dass all dieses Blutvergießen wert ist? Uraltes Land. Seit Generationen ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen. Es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt... Es werden die meinen sein. Sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Eine Warnung aus Bagdad. Unser Feind in Bagdad berichtet, dass das Chaos sich etwas gelegt hat, doch täglich zeigen sich neue Gefahren. Der in der Thronfolge übergangene Sohn Al-Mutawakkils droht, seine Ansprüche geltend zu machen. Unser Freund befürchtet, keinen Zwei-Fronten-Krieg führen zu können. Auf beiden Schlachtfeldern erwartet er unsere Mitarbeit. Ich empfehle euch dringend, eure Allianz mit dem Aufständischen zu überdenken. Brief von Ali, Raihan. Als meine Männer im Hafen von einer gewissen Frachtlieferung an den Kalifen erfuhren, gaben wir diese Information rasch an euch weiter. Seitdem haben wir jedoch nichts mehr dazu gehört. Behaltet eure Geheimnisse, wenn es sein muss, doch ich brauche die Gewissheit, dass nichts dem Aufstand Steine im Weg legt. Allah hat mich als Licht auf euren Pfad der Schatten gebracht. Vergisst es nicht. Ach, Ali. Ein neues Zuhause für die Verborgenen. Bruder, ich höre Gerüchte, dass sich in Jerusalem ein Artefakt großer Macht befinden soll. Eines jener, die unser Feind so besessen sucht. Den Verborgenen fehlt dort ein fester Sitz. Es hat sich als nützlich für uns erwiesen, uns außerhalb der Stadt niederzulassen und doch unsere Bruderschaftshäuser hinter ihren Toren zu verteilen. Womöglich könnten wir eine Festung im Norden errichten. Was denkst du? Oh, ein Wurfmesser habe ich zurückbekommen. Essen brauche ich gerade nicht. Karte nicht verfügbar. Ist jetzt hier noch der eine Dude? Zwei Wurfmesser zurück, immerhin.